Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dismantle Underworld. Ich freue mich, dass ihr wieder da seid. Ich habe gerade beim Reinladen ins Spiel auf der Timeline gesehen, da ist ja der zweite DLC ja quasi schon angekündigt, ne? Das sagt mir keiner von euch. Was ist denn los? Sag mal. So welche wichtige Informationen dürft ihr mir doch nicht vorenthalten. Ich habe es aber auch nicht gesehen. Echt gut. Ich freue mich gerade total. Also ihr könnt ja selber mal auf die Timeline gucken und da sieht es so aus, als würde es tatsächlich ein zweites DLC geben. Das wäre ja schon mal ein Träumchen, ne? Da wäre ich auf jeden Fall für zu haben. Okay, Radio kann man immer noch nicht einstellen. Produktideen für Mana. Ersatz für Benzin, Modeschmuck, schicke Fingerwärmer, drahtlose Stromübertragung, belebende Arzneiprodukte. Ja, alles gute Ideen. Das Potenzial ist grenzenlos. Wir müssen uns das Zeug patentieren lassen. Eine Vorführung für die Energierelais ist für nächsten Montag angesetzt. Ach, die haben da doch schon dran rumgespielt an den Dingern, hä? Wie mir scheint. Ach, guck mal. Ein modischer und eleganter Hut aus Filz. Kritische Trefferchance 5% und hinterrücks nochmal 10. Ach, auch schönes Ding. Werden wir uns auf jeden Fall basteln. So, jetzt will ich aber nur mal kurz gucken. Haben wir hier zufällig irgendwas übersehen? Bevor wir jetzt tatsächlich an den Turm rangehen. Ach, guck mal, da gibt es auch noch eine Notiz. Wenn ihr nicht bald mit ein paar neuen Ideen rüberkommt, geht diese Firma den Bach runter. Hier gibt es ja zwei. Okay, habe ich gar nicht gesehen, okay. Der geklaute Kronenturm eignet sich gut für einen Test. Ich hoffe, die kommen nicht danach suchen. Haben die von den Türmen gestohlen? Ja, dann würde ich sagen, wir inspizieren mal zuerst den hier, oder? Sollte nicht allzu schwer zu reparieren sein. Repariere den alten Verbindungsturm. Ja, warte mal, wir können ihn einfach auch gleich reparieren. War hier nicht eine Kiste in der Nähe? Doch, guck mal, da auf der Seite ist ein Lagerfeuer. Da boxen wir uns doch hier durch die Wand, ne? Ist die Frage, kommen wir da auch wieder rein? Ja, wahrscheinlich, ne? Ach, perfekt. Gut, dass hier gleich ein Lagerfeuer ist. Dann schnappen wir uns hier nämlich mal. Oh, das passt aber auch gerade so, ne? Was war es? Stahl? Ich nehme mal 10. So, und hier vorne war es ein paar. Jetzt flitzen wir hier wieder rein. Na dann. Naja, aktiviere den alten Verbindungsturm. Was mit dem hier? Wir sollten nächste Woche eine weitere Stahllieferung von der Gießereispitze bekommen. Oh, es ist soweit. Ach, schau mal an. Da sieht man jetzt mal die ganze Welt. Keine weiteren Verbindungstürme in der Nähe. Ja, das war klar. Sender. Jetzt, guck mal, jetzt kannst du hier nämlich auch tödliche Frequenz einbasteln. Das baschen wir natürlich auch ein. Lagerfeuer-Triangulation. Das ist wahrscheinlich, dass wir uns hin und her bewegen können. Und dann gibt es noch das Erweckungssignal, ne?
Lässt alle Monster in versteckter Version wieder auftauchen. Neue Monster bringen mehr Erfahrungspunkte. Okay, das kennen wir ja schon. Monster scannen, ne? Ciao. Oh, das sind ein paar, ne? So, 1, 2, 3, 5. Sieht irgendwie ein bisschen aus wie die Infektionskarte in 19 von Corona war. Baue ein Lagerfeuer-Triangulationssender, das haben wir. Untersuche das Gebäude der Elfenbeinberg GmbH. Das Ding läuft wieder. Die Strahlung ist wieder da. Jetzt kann ich das Ding hier eigentlich nur überladen. Lass uns mal kurz gucken. Okay, welches Gebäude denn? Das ist ja das Gebäude hier, ne? Untersuche das Gebäude der... Okay. Geht alles den Bach runter hier, du. Zack. Sehe ich aber auch so. Aber ansonsten gab es hier ja nichts groß, ne? Können wir das Radio jetzt einstellen? Vielleicht? Nee. Das hätte ich natürlich jetzt toll gefunden. Okay, hier gibt es aber sonst nichts Großartiges. Dann würde ich sagen, sollen wir die mal überlasten? Why not, ne? Ach, guck mal, durch die Zeitkrümmung geht's ewig. Oh Gott, was machen wir denn da eigentlich? Immer doch, vor Ort Zaungarten. Ja, wo alles anfing. Die Insel am Ende. Ich glaube, dieser Ort will mich hier nicht mehr haben. wo sind wir jetzt? Insel am Ende. Hoppla. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das ist die Strafe dafür, wenn man Sachen kaputt macht. Tritt durch das Nebelportal auf der Insel am Ende. Ein Portal öffnete sich, kaum dass wir eingetroffen waren. Wir wurden hierher geführt und nun will es, dass wir gehen. Kann sich wohl auch nicht entscheiden, ne? Ich würde sagen, wir hocken uns aber mal, oder? So, dann können wir nämlich mal den Hut freischalten. Da oben ist er. Der Fedora. Sieht ja cool aus, das Ding, oder? Ausrüstung verbessern machen wir auch gleich. Na komm, was kostet denn sowas? Ajo. Und den würde ich, glaube ich, auch aufsetzen wollen. Der sieht echt cool aus. Da steht uns der Hut. So, jetzt schauen wir aber erstmal hier auf der Insel. Also da kann man rein, das ist klar. Aber ansonsten... Wollen wir mal angeln? Komm, wir angeln noch schnell. Falls wir hier angeln dürfen, heißt es. Wir haben ja dazugelernt, man kann jetzt überall angeln.
Also es kann mir einer sagen, was er will, aber außerhalb der Angelplätze ist die Loot viel besser. Guck mal, hier gibt es nur Fische und nicht Blätter und Holz und... Und dann gehen wir da mal rein, in das merkwürdige Ding hier. Kap der Passage. Okay, wir sind hier auf der Map jetzt gelandet. Das ist natürlich super. Da wollte ich ja eigentlich gar nicht hin. Der Lockruf des Manas ist trügerisch und die Welt hat die Konsequenzen erlitten. Auch wenn neue Wege gefunden wurden, um zu erforschen, was davon noch übrig geblieben ist. Uns fehlt auch noch die Audiodokumentation, Mensch. Das heißt, wir können jetzt hier auf die Insel und das ist wahrscheinlich die Insel zum Bauen, oder? Wir gucken nochmal kurz. Wir können ja mal gucken, darf ich hier bauen? Ich meine, gut, so viel zum Bauen haben wir ja eigentlich auch nicht, ne? Davon mal abgesehen. Aber wir können ja mal hier, dürfen wir die da setzen? Aber guck mal, ich darf hier auch nichts bauen. Seltsam, seltsam. Ja, wir müssen aber natürlich nochmal in das Mana-Gebiet. Mir fehlt ja auch eine Audiodatei, ne? Damit habe ich natürlich jetzt nicht gerechnet. Und hier waren wir ja schon, ne? Ach, das ist quasi, da kommst du da wieder raus. Ah, ja, ja, jetzt. Jetzt schnackeln wir's. Jetzt gibt es hier zum Beispiel auch die Möglichkeit, dieses Schnellreisetool in den Türmen zu installieren, damit es hier auch auf der Map funktioniert. Ne? Finde ich aber auch eine coole Idee. Jetzt ist natürlich nur die Frage, wenn wir jetzt mal wieder reingehen, können wir wieder schnell reisen? Das müsste wieder funktionieren, ne? Wenig. So, jetzt ist natürlich nur die Frage, wo war denn hier das erste Lagerfeuer? Da geht's hier noch rum. Ich bin gespannt, was vermutet ihr denn jetzt mal so in die Runde gefragt? Was vermutet ihr denn, was das zweite DLC beinhaltet? Ist es nochmal eine Erweiterung von hier? Oder ist es eine neue Map? Beides möglich, ne? Gerne mal in die Kommis. Oder was ihr euch auch wünschen würdet, also. So, jetzt wollen wir mal schauen. Wo kommen wir denn hier rum? Kommen wir hier überhaupt irgendwo rum? Ich finde, das sieht man immer alles voll schlecht, die Auf- und Abgänge. Und dann können wir nämlich hier auch nochmal gucken. Oh, dankeschön. Guck mal, wir hatten nämlich, glaube ich, hier auch gar nicht alles aufgedeckt. Ach cool, das können wir schnell nachholen. Ah, das war mal der blöde Stein. Die komischen Leute hätten uns beinahe erwischt. Wir haben gesehen, wie ein riesiger Feuerball über den Himmel schoss. Wir sollten uns lieber verstecken fürs Erste. Blick in die Kiste, dankeschön.
Ah, spitze, dann haben wir das nämlich hier. Können wir die ganze Killefin noch einsammeln? Ja, spitze. Rucksack vollstopfen. Da ist Sackgasse auf jeden Fall. Das heißt, wir müssen hier lang. Mal schauen. Da müssen wir auf jeden Fall. Da hinten war nichts mehr. Na, lass uns mal kurz gucken. Nicht, dass wir hier was übersehen haben. Gut, Tierhaut. Super. Muss ich selber schon keine armen Hirschis erlegen. Wie gesagt, die tun mir dann doch mal ein bisschen leid. So, und dann flitzen wir nochmal in die Welt rein. Nochmal einen Blick. Ich glaube, hier sehen wir richtig. Ist immer voll fies mit dem Glockenschlag, weil man denkt immer, das ist ja dieses typische Todesgeräusch. Ich erschrick da immer ganz kurz. So. Home sweet home. Jetzt holen wir uns aber. Guck grad mal auf die Zeit. Jo, wir haben noch Zeit. Wir holen uns auf jeden Fall noch die Audiodokumentation. So, jetzt müssen wir nur mal gucken. Ist das witzig? Das ist da die Insel am Arsch der Welt da hinten. Ach, zum Glück geht das Schnellreisen jetzt hier auch wieder. Ach komm. Ei. Kreischen und nicht herkommen, oder was? So, das hast du gerade selber schuld. So. Katsching. Hätte es aber nicht als Belohnung auch einen Anzug geben sollen, dachte ich. Es gab doch so einen edlen Zwirn, oder? There's a rumor that some people plan to make tracks and skip town. The place is getting dangerous. So I think I should vamoose with them. The escapees must have found another one of those energy link gadgets. One should be kept close at all times if you plan to survive out there. Dawn. Ah, guck mal jetzt. Den Zwirn meinte ich nämlich, den Nadelstreifenanzug. So, die Dokumente haben den Schleier über einer verschollenen Gemeinschaft gelüftet, die unter sehr ungewöhnlichen Umständen überlebt hat. Tja. Das ist spitze. Das freut mich, ja. Oh, guck mal, der Bus ist wieder da. Oder hatte ich die noch nicht abgebaut? Ah, wir nehmen mal alles mit. Oh, den Zwirn, den sollten wir uns aber mal angucken. So, warte mal, Lagerfeuer ist da drüben. Gab's hier nicht auch eins in der Nähe? Fast Travel Between... Achso, das gilt ja für die andere Insel. Ich fände es natürlich gut, wenn die Quests, was weiß ich, zwar unterschiedliche Farben oder irgendwas hätten. Weil dann wüsstest du auch, welche für die Map ist und welche gegebenenfalls für die Hauptmap ist, ne? Wir hocken uns, machen uns mal den Zwirn. Er
finden und herstellen. Oh nee, sind wir denn schon durch mit dem DLC oder was? Elegant und atemberaubend bei jeder Gelegenheit. Chance auf Betäuben des Gegners 25%. Ach, wie gut. So, wo steckt der Anzug? Kann man den nicht verbessern? Schade. Dann lass uns mal ins Gepäck gucken. Ach nee, guck mal. Mit dem Hut zusammen ist er auch mega gut, oder? Ach, wie cool. Wie cool. Jo, das heißt, wir sind hier tatsächlich durch, ne? Och nee, das geht mir jetzt viel zu schnell. Ach, guck mal. Eins hatte ich auch noch versprochen. Es soll ja keiner sagen, wir machen das Ding nicht auf Maximum. Ja gut, ich würde hier natürlich nochmal reinschauen. Ich weiß jetzt allerdings spontan nicht, ob es noch eine Folge geben wird, weil mich deucht. Das war's jetzt hier, ne? Oder was? Also ich hoffe ja nicht, aber irgendwie glaube ich das. Können ja nochmal einen Blick auf die Karte werfen. Also ich denke, wir haben die meisten Gebiete aufgedeckt. Da hinten ist nochmal eine Leiche und hier ist noch so eine Mana-Kammer. Hier wäre noch ein Obelisk. Und eine Mana-Kammer. Also den Obelisken, den sollten wir auf jeden Fall noch machen. Das finde ich gut. Und vielleicht machen wir auch noch die Mana-Kammern, aber das müssen wir mal schauen. Also den Obelisken mache ich auf jeden Fall noch. Und dann machen wir auch ein kleines Resümee zu dem DLC im Verhältnis zu dem Hauptspiel. Und dann können wir uns gerne nochmal in den Kommis ein bisschen austauschen, wie ihr das empfunden habt. Guck mal, da habe ich auch eine Schaufel vergessen. Ah ja, ein bisschen was zu tun gibt's noch. Das machen wir noch. Eine Folge gibt's noch. Komm. Ich ringe mich durch. Ich will auch noch nicht aufhören, ne, wenn ich ehrlich bin. Dann bedanke ich mich bei euch natürlich wieder mal fürs Zuschauen. Genießt mir die Zeit. Vor allem bleibt gesund. Bis gleich. Ciao.